Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII, das Remake. Gut, eigentlich Final Fantasy VII Remake, aber egal. Wir gehen durch den Schrottplatz. Und ich bin gespannt, ob es diese komischen Hundehäuser als Gegner gibt. Was ist da vorne? Oh, Kisten. Schaut halt wie ein Kampfplatz aus, ne? Was ist da drin? Wunderwehr? Also, höchstens die Wunder. War das eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Ah, Aris, ey. Wo geht's denn da hin? Ist das eine neue Art? Ich denke mal, jetzt hätte ich schon noch genauso aus wie die andere. Schwarzreif. Ist das rassistisch? Wer weiß. Na, ich schmarre. Aris. Mistrilreif. 10 und 40. Und der Schwarzreif hat 5 und 5. Ah, okay, für den einen effektiven Einsatz von. Warte. Ich habe einen Titanenreif. 25, 25. Was hab ich? Lederschurz. Schutzreif. Lederschurz, ja. 26 und 6. 25 und 25. Ach, diese alte Musik, ey. Weißt du, wenn die ein bisschen strukturierter mit dem Backup-Schmeißen vorgehen würden, dann würde es hier nicht so ausschauen. Das. Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir fördert wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also, keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Will man das? Wer weiß. Nee, lieber nicht. Scheiße, ist das ein Panzer? Weißt du, warum schmilzt man die ganze... Ich meine, die brauchen ständig Material. Warum schmilzt man den ganzen Mist nicht ein und benutzt ihn einfach wieder? Bleib lieber hinter mir. Ah, fuck. Du musst das beenden. Nochmal... Achso, ja. Übernimm du. Sturm entfesseln. Oh. Überlass das mir. Ist das alles? Ach, hier. Ja. Oh. Magie. Aris hat auch nur Blitz und Eis. Ich dachte, wir beide. Ach ne, warte, ihre Fähigkeit ist halt. Besser. Scheiße, ich kann das so gar nicht benutzen, ne? Na, egal. Dadurch. Kampfroboter. Ernsthaft? Voll die fetten Dinger, ey. Ja, aber erst gehen wir nach oben. Oh! Der schaut aus wie vom Don.
Der Don Corneo. Die setzen sich wieder zusammen, das sind Magnetkrieger. Oh, es bewegt sich! Smocker. Ja, aber nicht mehr lange. Fähigkeit, Analyse. Bin mal so frei. Wirksame Strom. Der ist für dich! Fertigkeit, heiliger Magiekreis. Angriffsmagie, man als Welt automatisch zweimal gewirkt, Subscreen. So, jetzt schauen wir mal. Gebet. Das ist auf jeden Fall gut, man kann mit den Fähigkeiten auch. Na dann. Ja, die kannte ich noch. Ich habe schon gesehen, dass das Gegner sind, weil die kenne ich wirklich noch aus dem Ding, aus dem alten Teil. Oh. Niemand mag gedrückt halten. Niemand. Geht's jetzt da rein? Hä? Warte mal, da hinten geht's nochmal hoch. Kann ich jetzt da drüber laufen? Vielleicht kann ich drüber springen. Ah. Okay, lässt automatisch los. Ach, wahrscheinlich jetzt nicht funktioniert oder was? Habe ich automatisch das Rätsel gelöst, ohne zu wissen, dass es eins ist. Dankeschön. Sehr geschickt gelöst. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Hm? Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Wie? Oh. Verdammt. Ich dachte, wir haben es geschafft. Hier sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Wow, Alter. Da sind die Turks entlang gekommen und den Umweg haben wir genommen. Wahrscheinlich für nix und wieder nix, weil die sind noch 10-mal schneller wie mir. Da vorne beginnen die Slums von Sektor 5. Was ist da los? Hey! Ob bei dem Kaktor. Ja? Ich befinde mich nun im Inneren von Makoreaktor 5. Die stecken doch bestimmt mit Wutai unter der Decke. Und das, wo nach so langer Zeit endlich wieder Frieden eingekehrt war. Diese Kriminellen etwa einen neuen Krieg entzetteln? Ob man wohl ein Kopfgeld bekommt, wenn man die Verbrecher fasst? Sie sind die Leiterin von Shinras Rüstungsabteilung, richtig? Mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand! Um eine Stellungnahme bitten Sie jetzt nicht, oder? Die haben es nur auf die Reaktoren abgesehen. Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten, wie die derzeitige Lage in Makoreaktor 5 ist? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache.
Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Doch nach zwei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein, hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Was wollen Sie damit sagen? Nichts, ich... Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Oh, ich kann da hinten hoch. Hier wird mich gefilmt! Gehen wir, Cloud. Keine Angst. Warum mussten wir den Reaktor sprengen? Wie sollen wir bitte überleben, wenn der Makoreaktor ausfällt? Wir müssen uns zur Wehr setzen. Ja, Albert, das ist echt gefährlich. Was ist wohl ein gutes Reise? Ah, Aris, hab gerade an dich gedacht. Die Costa del Sol. Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Aris! Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Huh? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich, als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Ich muss los. Ihr könntet Brüder sein. Hä, weil? Wegen der Frisur? Ich meine, er ist halt auch blond und so. Oh, Aris! Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud? Was, Menno? Im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Was ist das für ein Typ? Hallo, Aris. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Das hier ist der Helmchenhof. Und da rennt sie mittendurch. Ja gut, hau mal alles um. Willkommen zurück. Hallo, ich habe Aris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gern um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Kick mal noch ein paar Schemel um. Hua, hua, hua. Das schaut echt schön aus hier eigentlich. Cloud, sag mal, magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die... Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Ist auch egal. Ich komm doch schon. Am Ende dieses Wegs liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Oh ja, da bin ich gespannt drauf. Also nicht auf die Mutter, sondern...
genau auf das. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. Hey, hier geht's lang. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist? Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich denn überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Eris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Das Kind hält einen ziemlich auf Trab, was? Oh ja. Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts. Wir sind echt alles schön dekoriert, ne? Wenn man überlegt, wie die anderen Slums ausschauen, siebter Himmel und so. Gehe ich einfach raus? Ich gehe einfach raus. Kommt gleich wieder runter. Oh. Ja, und jetzt? Gehe ich nach oben? Scheinbar gehe ich nach oben. Ach, das Haus in der Grafik zu sehen. Oh Mann. Und ich schaue jetzt mir einfach das Haus an. Wow. Alter! Blumen. Hm? Wie man halt komplett erstmal geblendet wird. Oben die Stahlplatte und hier ist alles voller Blumen. Schöner Garten. Wenn ich das alles sehe, denke ich mir, wenn diese Shinra-Bastarde sie in Ruhe lassen würden. Aber gut, das ist für zukünftige Spielteile. Und dann braucht ihr den Korb so. Na gut, geh ich halt nochmal runter. Bin wieder hier. Ah? So, hier. Hä? Ah. Nimm. Gut, dann mal los. Die ich zeig fertig. Dir meine Blumenbeete. Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus.
Wähle deine Blumensorten aus, die zum Helmchenhof geliefert werden sollen. Drücke in der Nähe der Blumenfeld das Dreieck, um ein paar Blumen in der Sorte zu pflücken. Je nachdem, welche Blumen du auswählst, hast, ändert sich später die Dekoration des Helmchenhofs. So eine habe ich dir gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Wollen wir nehmen das noch ein bisschen mehr dazu? Du wählst wirklich Borstenhirse? Das sieht dir ähnlich, Cloud. Da werden die Kinder sicher staunen. Ja, was? So ein bisschen so als Deko? Ob noch ein bisschen was? So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Okay, ich kann da nicht hin. Ja, das wären doch dann eh alle, was wir hier haben, oder? Okay, dann nehmen wir die nochmal dazu. Gute Wahl. Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. Ja, leider ist die Grafik nicht so dahin, ne? Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Achso, jetzt kann ich wieder selber steuern. Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Ich meine, die Slums hier schauen schon echt gut aus, wenn ich ehrlich bin. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Vielleicht essen sie sie alle. Können wir später mal vorbeischauen. Ich könnte jetzt freilich alles voll labern und so, aber schon allein diesen Moment so ein bisschen zu genießen und in der Grafik mit der Aris, den Blumen, dem arschigen Cloud. Der wohl zum Teil seine Gespräche aus bestehen. Es fehlt die Power halt einfach. Was? Der ist noch nie erwachsen. Überall liegen die Stühle rum. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Gruppe verlassen. Streng dich an! Ich will das Wunder. Kommt nicht in Frage. Das ist gefährlich. Deswegen ja. Wenn ich das schaffe, werden mich alle anderen bewundern. Oh, könnt ihr nicht was weniger Gefährliches spielen? Ich spring weiter als alle. Ich bin die Größte dieser Stadt. Alles klar. Oh, hallo. Der Job war echt spitzenmäßig. Wir waren sogar im Fernsehen zu sehen. Ihr habt doch bloß hinter der Nachrichtensprecherin Parolen gegen Avalanche rausgehauen. Hey, das war ein ordnungsgemäßer und obendrein gut bezahlter Protest. Was? Ihr kleinen Schweine? Hey, warte, ist doch nicht. Bei mir findest du nur allerbeste Qualität. Materia hinter. Was haben wir denn da Schönes? Costa del Sol. So, scheiß Ernst. Achso, warte. Wow. Gift? Oder Bio halt. Toxin nehmen wir mit. Finden wir später wahrscheinlich sowieso. Wir haben das trotzdem dabei. Eine sehr gute Wahl. Ach, Dusche bitte. Hallo, Cloud. Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Ja. Kaufen. ATP-Boost. Na, bitte lass dich fort, aber ich kann nicht in kurzer Folge ausgeführt werden. Ah, ja, nehm mit, ey. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten.
Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermaterie aufgestellt. Das ist nie da gewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermaterie nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Chatleys Geheimnis haben eine neue Funktion hervorgebracht, VR-Mission. Die gesammelten Daten durch... Oh Gott, das ist Shiva. Durch die Kampfberichte anwachsen können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Sprich mit Chatley, wenn du dich an ihnen versuchen wirst. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Untersuche die Bestien zu Midgar. Ist ein mentaler Einflussnahme-Kampfbericht abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Ja, dann hau er, Alter. Provozieren und effizientes Blocken. Stark, effizientes Blocken kann ich auch so kaufen. Ja, Mission. Wir müssen ich das speichern. Auf weitere Daten zu meinen Kampf. Ja. Setz mich hier nicht voll. Aber ist auch lustig, das ist jetzt wirklich immer so phasenweise gewesen von Action, wie es anfängt. Zu wenig ruhiger, wenig die Gegend kennenlernen, ein bisschen die Slums kennenlernen, zu wieder Action, wo wir dann die Mission geholt haben mit dem Motorrad und alles mögliche. Wieder eine ruhigere Ding, dann der Kampf in der Fabrik. Dann wird's wieder eher... Nein, warte mal, dann geht's Schlag auf Schlag, ne? Eigentlich geht's dann Schlag auf Schlag. So, und jetzt holen wir uns Shiva. Ich würde mich sehr freuen, halt die Schnauze, ich will VR-Mission machen. Ja, Shiva, her damit. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Schaut aus wie eine Augenkette, kleine. So, ich sehe nichts. Ich habe meine Augen zusammengekniffen. Hallo, Shiva. Natürlich habe ich kein Feuer dabei. Scheiße, ich bräuchte was anderes. Greifen die mich an? Ja, greifen mich an. Warum ist der Schaden reduziert? Fuck. Wow. Okay. Analyse ist natürlich Feuer. Leicht resistent gegen Schwert. Ach, leck mich. Aber warte, das ist auch Schaden. Okay, schaffe ich so oder so nicht, ey. Ja. Aufgeben. Zu welchem Menü? Ins Hauptmenü? Ah, ne, da. Sehr bedauerlich. Doch beim nächsten Mal wächst du sicher über... Ich freue mich auf... Ja, warte. ...weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Warte. Ja, dann müssen wir erstmal. Materia. Ach, scheiße, ich habe kein Verbundenes, ne? Warte, aber das ist verbunden. Ja. Das heißt, wir nehmen es Panzerschwert. Waffenmodifikation, Cloud, Panzerschwert. Wir haben 42 Punkte zum Ausgeben. Was haben wir da? Physische Attacke 8. Abwehr 5. Zusätzlicher Materia-Slot. Physische Attacke 8. Magische Attacke 8. TP-Maximum 160 Maximum. MP ist mir eigentlich egal. Machen wir das auch ab.
Imperial hat sich um 10% beschleunigt. Okay. Raus. Ausrüstung Materia. Panzerschwert. Also warte. Ich muss auf das Dreieck drücken. Das heißt, wir nehmen jetzt den da. Und legen dann da rein. Dann nehmen wir Gewitter raus. Nehmen Glut. Also warte, Glut müssen wir da reinhauen. Was ist TP Boost? Ach, scheiße. TP Boost. Da. Hä? Wieso hat er bloß 15 Upgrade? Egal. Dann. Jetzt Glut. Und. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Elementaraffinität. Jetzt haben wir nämlich einen Feuerangriff. Nein, Ausweichrundumschlag brauchen wir hier eh nicht. Halt, weil die Glut habe ich doch ausgerüstet. Meine Güte. Die Friede ist ausgerüstet. Analyse. Mach meinen Ausweichrundschlag weg. Und machen dafür. Mach meinen ATB-Boost rein. Magie-Boost. Macht die Magie stärker, ne? Dafür die magische Attacke auch stärker. Ne, was wollte ich machen? Vita. So, jetzt aber. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ja. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Das mit den Augen ist irgendwie komisch. Schöner Combat Simulator Portable Version. Version, ne. So, Alter, jetzt gehst du an Kragen, aber voll. Jetzt aber voll drauf. Alter, was macht die? Boah. Alter! Oh shit! Nein! Alter, Ifrit, du musst mir helfen! Gegenstände. Auf ein neues.
Worte. Nein, ist bei Fertigkeit Flammensbrunst. Alter, Ifrit, hau drauf! Oh, Scheiße, was macht sie jetzt so? Oh Gott sei Dank. Hau rein, kill sie! Ernsthaft? Obwohl es im Schockzustand war? Was war, Cloud? Hat etwas nicht gestimmt? Versuche es noch einmal, wenn du dich voll und ganz bereit dazu fühlst. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampfbericht. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Habe ich irgendwas Neues durch das eine freigeschaltet? Stehlen, Alter. Yes. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampfbericht. Fuck. Kurz vorm Besiegen, ey. Und meine Mega-Portionen sind jetzt alle weg.